Ja, herzlich willkommen zum heutigen Tutorial. Heute mache ich bei dem Mazda hier, bei dem MX-5, das ist die NB-Variante, da mache ich heute die Ventildeckeldichtung, die ölt, ja, und deswegen wird die jetzt gleich neu gemacht. So, hier sitzt der Ventildeckel. Und wie ihr seht, am Ventildeckel sind ein paar Sachen dran, die wir abschrauben müssen, abbauen müssen. Ja. Ein paar Steckerchen müssen wir abmachen. Hier so ein paar Halterungen. Ja. Hier ein paar Schläuche. Eins, zwei, wieder noch weitere Stecker, die ganzen Zündkabel. Und dann machen wir los. Und da beginne ich jetzt auch erstmal mit den einzelnen Steckerchen. Halterung ab, also das, den Stecker lasse ich dran, mache nur die Halterung ab. So, jetzt mache ich erstmal die ganzen Ventildeckelschrauben los. Zündkabel. Ich lasse die Zündkabel einfach hier dran stecken, damit die Reihenfolge jetzt nicht durcheinander gebracht wird. So, wenn ihr nicht den ganzen Zündgeraffel und so was aus dem Weg machen wollt, müsst ihr halt jetzt gucken, dass er halt hier dran kommt. Müsst ihr mit dem Maulschlüssel machen von hier oben, damit er an die Schraube dran kommt. Die sitzt quasi hier, ja. Da. Da ist dieser Halter. Tue ich mal gerade zur Seite, damit ich dann kann ich nicht einhändig machen. Ja? So, hier. So Schrauben sind das, ja. So, und hier ist genauso eine nochmal. So, wichtig ist, dass die Schraube da drin fällt, also nach unten jetzt in den Motorraum. Da müssen wir gucken, dass wir sie hier gut rausbringen. So, geschafft. Jetzt mache ich noch hier in der Mitte die Schrauben los.
und so ein Halterchen. Und hier ist die eigentliche lange Schraube. Aber das Halterchen mache ich jetzt auch mal, ich muss sowieso das Halterchen abschrauben. Dann kommt die lange Schraube. Weiter geht's jetzt hier. Das könnte auch nur eine Halterungsschraube sein. Ja, nur für den kleinen Halter hier. Deswegen schraube ich die auch wieder da rein. Die hält ja nichts fest. Hier die. Ist auch noch eine kleine Halterungsschraube. Ich will da reinschrauben. Die habe ich gar nicht losgemacht, offenbar. Seht, die Schrauben sind alle schon ölig und man sieht auch schon Reste von der alten Dichtung. Ja? Das heißt also, hier seht ihr auch die alte Dichtung hier, ne? Die quillt da so raus. Da hat jemand völlig Murks gemacht beim Dichtungswechsel. Und das Öl tropft hier auf den Krümmer drauf. Ja? Das ist natürlich denkbar ungünstig. Und deswegen hängt ziemlich viel Öl unten an dem Wagen. Deswegen machen wir das auch jetzt neu. Da hinten. So, jetzt haben wir alle Schräubchen rausgemacht. Dieses Teil, das müsst ihr abmachen, sonst jetzt nichts. Der sogenannte Nockenwellensensor ist das, glaube ich. Ja, muss man sich nur merken, wie der hier ran gehört, dass man das nicht nachher falsch macht. Jetzt geht er raus, ja? Der wird weg. Jetzt will ich euch kurz zeigen, was beim letzten Einbau falsch gelaufen ist. Die Ventildeckeldichtung ist ja an sich, sieht die ja noch ziemlich neu aus. Das heißt, es ist noch nicht lange her, dass die gemacht wurde. Aber ihr seht hier, ja, die Schraube hier, die wurde viel zu fest gedreht, sodass die Dichtung hier zerquetscht wurde. Und da ist dann auch das Öl direkt rausgekommen. Ja, also es ist also hier rausgelaufen an den Stellen. So, und deswegen, ja, weil da jemand also einen Fusch gemacht hat, bauen wir eine neue ein. Ja, die alte Dichtung hier, die sitzt richtig fest jetzt hier dran. Wurde viel zu fest aufgesetzt und muss jetzt dann quasi da rausgeholt werden. So, ja. Und dann tun wir eine neue drauf. Vorher müssen wir natürlich den Ventildeckel ganz gut reinigen. Dazu nehmen wir dann Bremsenreiniger. Dichtung. Danke. Alles schön sauber machen, neue Dichtung reinmachen. Hier seht ihr das Innere des Motors. Ganz saubere Nocken. Der Motor ist also sehr, sehr gut noch. Die beiden Nockenwellen, das ist ja ein Doppelnockenmotor. Der Zahnriemen, der ist auch noch neu. Der sieht also wie neu aus. Ja. Die Spannung des Zahnriemens ist gut. Den brauche ich also gar nicht wechseln. Ja. Ich kümmere mich also jetzt nur um den Ventildeckel und dazu muss ich die Auflageflächen jetzt hier überall reinigen und ist da hinten noch eine Dichtung eigentlich hier? Ist das eine Dichtung? Nein, das ist keine Dichtung. Kommt auch kein Öl raus. Da war früher mal noch ein Sensor, aber der ist ja jetzt hier vorne. Früher war da hinten, glaube ich, noch ein Sensor, aber der ist bei dem Motor jetzt nicht mehr vorhanden. Wenn ihr hier sauber macht, schaut zum Beispiel mal hier hinten an den Ecken, da haben sie hier so ein Dichtungs,
Silikon noch reingemacht. Ja, seht ihr doch da, was ich jetzt gerade mit dem Schraubenzieher ein bisschen wegmache. Und das ist natürlich an den Knickstellen da an sich vielleicht nicht schlecht. Das kann man machen bei alten Motoren. Aber dieses Material muss man jetzt natürlich wegmachen, wenn man die neue Dichtung dahin macht. Ja? So, jetzt alles sauber machen. So, ich bin die komplette Fläche des Kopfes jetzt hier überall mit einem Tuch erstmal abgegangen. Jetzt sind hier überall auch noch so kleine Silikonreste. Die mache ich wieder noch weg. Ja. Hier, seht ihr das? Da ist genau das gleiche wie eben. So kleines Gemülle da. Das muss natürlich auf jeden Fall hier weg. Darf da nicht bleiben. Wenn ihr das mit dem Schraubenzieher macht, drückt nicht zu feste. Ihr dürft nicht die Oberfläche zerkratzen, denn sonst wird es an der Stelle undicht. Auch gebt Acht, dass ihr kein Öl auf den Zahnriemen macht bei eurer Arbeit. Und das wäre auch eher ziemlich schlecht. Das ganze Gemenge rausvorstellen. Weg damit, dass das da sauber wird. So. Ja, hier überall seht ihr den Dreck leider. Das muss alles sauber sein. So. Hier auch genau das gleiche. Ich nehme hier den Montagereiniger, diesen Bremsenreiniger, und habe mir da ein bisschen hier auf die Zahnbürste von gesprüht. Und damit kann ich jetzt hier die Ränder noch ein bisschen säubern. Ja. Hier ist ein richtiger Schmiss drauf, den ich gar nicht richtig losbekomme. So, ich hatte euch mal kurz zur Seite gelegt, aber ihr seht jetzt, ja, ihr habt ja eben gesehen, wie das aussah, und ihr seht ja jetzt, wie die Auflageflächen aussehen. Und ich habe sie wirklich gründlich gereinigt, habe auch teilweise für die harten Verkrustungen, was manche ja ablehnen, aber ich habe ein ganz feines 2000er Schleifpapier mit Bremsenreiniger benetzt und das Ganze also dann doch damit weggemacht. Ja. Somit sind die Oberflächen jetzt auch ganz, ganz leicht ein bisschen angeschliffen. Gut, das ist aber kein Problem an und für sich. Da muss man halt vorsichtig sein. Da darf man nichts von dem Material wegschleifen. Ja. Aber dann wird es wirklich richtig schön sauber.